Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Rappels. Gut, in dieser Folge müssen wir jetzt erstmal hier wieder hoch zum Feenwald und auf dem Weg dorthin die Quests erledigen. Wie zum Beispiel hier den Rotkiefer. Der ist hier im Wald, den können wir sofort umhauen, das ist kein Problem, der ist total easy. Und dann geht es wieder hoch zum Feenwald. Dann müssen wir noch die Fantasy-Zone machen mit den Saren und im Templar Hauptquartier. Und danach gibt es dann ein paar Taming Parts. Da bin ich mal gespannt drauf, was dann aus den Taming Parts wird, weil da kommen ja schon seltenere Kreaturen. Und da fiebert dann man so ein bisschen schon mit, ne? Ist zwar nicht so. Doll, wollte ich gerade sagen, so explizit, dass man da hinterher ist, aber. Da schon mal eine Karte kaputt ist, dann sagt man, oh, okay. Es trifft einen dann schon so ein bisschen halt, ne? Im Gegensatz, wenn man hier so eine rote Pixie tamt. Ist dann schon wieder was anderes. So, ein kurzer Stich. Und das war's. Und die kommen nicht mal auf mich zu. Die kommen nur auf mich zu, wenn ich den Schaden zufüge, ohne dass ich den sofort töte. Also. Wenn ihr zum Beispiel neu seid und ihr da hingeht, dann passt auf, dass euch diese Mobs da um ihn drumherum, diese drei anderen Kala, nicht treffen. Die sind nämlich genauso stark wie der Rotkiefer selber. Und die machen das schon, aua. Aber das war nur mal einen kurzen Abstecher, so haben wir auch den Rotkiefer fertig. Und beim nächsten Mal in die Stadt gehen, können wir die dann auch dort abgeben. Und jetzt gehen wir erstmal zum Feenwald hoch. Oder wieder zurück. Jojo. Ja, es dauert ein bisschen, bis wir oben sind, aber naja, was soll's. Könnten wir eigentlich. Ne, Elfenbeinturm sind wir fertig. Das war nur die Quest, wo wir zur Stadt müssen, das da abgeben müssen. Also der Bericht halt, der Brief. Und dann war's das da. Also Elfenbeinturm sind wir fertig. Jetzt müssen wir nur noch zum Feenwald hoch. Want to buy PSN-Cards? Was sind denn PSN-Cards? Also PaySafe-Cards verstehe ich, aber was ist denn PSN-Cards? 10 ist gleich 2,5 Milliarden, 25 ist gleich 6 Milliarden, 50 ist gleich 13 Milliarden, 100 ist gleich 27 Milliarden. Hä? PSN-Cards? Hm. Ich glaube, das sind irgendwelche so druckbaren Items. Ich bin mir mal nicht sicher. Damit kriegt man, glaube ich, V-Coins. Ich bin mir mal nicht hundertprozentig sicher. Hat er da mal irgendwie mal was gelesen? Aber, naja, egal. Wenn ihr es wisst, was es ist, PSN-Cards, könnt ihr mal ja in den Kommentaren schreiben, weil ich bin da gerade überfragt. Ich weiß es nicht. Joa. Oh, und wir sind gleich schon im Feenwald. Wir gehen gerade hier durch den Hintereingang sozusagen. Ist aber nicht so schlimm. Dann braucht man nicht da oben durch den Echsenwälder. Geht ein kleines bisschen schneller. Dum, 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 dum. Gut, dann gehen wir nämlich die Quest hier jetzt ab und dann sind wir auch im Feenwald fertig. Und dann geht's runter zum. Erst kommt Templar Hauptquartier und dann kommt die Sarene-Quest dran. Vielleicht schaffen wir das noch in diesem Part. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, da werden wir noch zwei brauchen für. Mal gucken. Und der sucht immer noch Todesritter Fresh für 4 KK. Lol. Da kann er weitersuchen. Ich glaube nicht, dass es da jemanden gibt.
Obwohl, wenn jemand welche übrig hat und man braucht aber schnell Geld, könnte schon sein, dass man den schnell verkauft dann. Ach, Napa brauchen wir jetzt noch. Können wir machen. Das geht ja eigentlich auch recht schnell. Also müssen wir doch hier noch eine Quest machen. Dann wird das wahrscheinlich erst in der nächsten Folge wahrscheinlich, dass wir dann hier fertig sind, soweit mit den Quests in Lesky. Aber ist ja auch nicht schlimm. So, Napa. Ich bin gekommen, um dich zu vernichten. Es ging ja sogar schneller als gedacht. Haha. Dann können wir die Quest hier abgeben. Der hat sogar 2x1000 Stamina-Pot dabei. In der Quest. Und dann geht es auf zum Templer Hauptquartier. Von hier oben. Wir reiten da gleich hin oder fliegen da gleich hin. Es geht ja eigentlich relativ schnell. Da drunter ist auch gleich die Sireneninsel, also haben wir alles in einer Ecke. Jojo, wird klappen. Die sind ja immer noch, genau. Die habe ich entdeckt das erste Mal, als das Special war. Weil ich geguckt, hä, was sind das für Buffs? Ach ja, die sind ja auch noch da. Shoot Girl. Shot Girl. Shoot. Shoot wäre ja mit O. Shot Girl. Heißt wahrscheinlich aber Shoot Girl. Nur weil Shoot Girl wahrscheinlich schon belegt ist, heißt es Shot Girl. Gut. Müssten wir ja gleich Templer-Hauptquartier angekommen sein, oder? Ja, ein bisschen müssen wir noch laufen. Ein bisschen müssen wir noch. Naja, passt. Ich müsste echt mal mein Inventar so langsam aufräumen oder alles ins Lager packen. Da blickst du kaum noch durch, dass man das hier echt mal sortiert. Naja, es geht. Andere haben bestimmt chaoterische Inventare. Gut, gleich sind wir beim Templer-Hauptquartier angekommen. Und dann werden wir Kentas töten, weil da gibt's Kentas. Ich hätte ja auch gleich Taming-Karten mitnehmen können und ein bisschen tamen können. Oh, nein, das machen wir dann natürlich. Wenn es dann soweit ist. Und ich überlege mir immer noch, ob ich dann die Karten alle tamen soll und euch zeigen soll, weil Kenta ist dann ja schon mal eine andere Hausnummer, ne? Da könnt ihr dann schon mal vielleicht, weiß ich nicht, gratulieren, wenn ich mal was tame oder auch nicht. Das ist dann schon mal wieder was anderes, als nur so ein Sala zu tamen, ne? Da muss ich mal gucken. Aber erstmal kommt ja hier Rote Pixie und Einhorn und Nachtmahr dran. Dann noch der Falkenmann, Harpie und Sala. Und das war's, glaube ich, von dem Seltenheitsfaktor. Ich überlege gerade. Ich glaube ja. Und dann kommen die danach dran, wie Kenta, Engel, Aimus, Tafa. Und das war's, glaube ich. Und dann kommen noch seltenere. Aber das wird noch ein bisschen dauern, soweit. So, Templer Oyu. Hier müssen wir Aris töten, also diese Kentas hier vorne, die wir eben gesehen haben. Es wird nicht lange dauern, aber dann haben wir die Quest auch fertig. Hier rein können wir auch mal gehen irgendwann. Da kann ich euch da mal zeigen, was für Bosse da und so kommen. Und die kann ich mit euch töten, wenn ihr wollt. Ich habe die zwar schon getötet, aber um es einfach mal zu zeigen, um aufzunehmen, ich schaffe die. Also nicht, dass ihr denkt, oh, ich glaube nicht, dass er die schafft. Ich schaffe die sehr wohl. Deswegen, falls jemand mal Hilfe braucht oder so bei einem Quiz, kostet nur 1 Milliarde. Nein, Quatsch. Wenn ich Zeit habe und ihr vielleicht die Quests gerade benötigt, dann helfe ich euch. Aber ich kann euch nicht versprechen, ob ich Zeit habe. Ist immer so das Problem, Zeitmangel. Aber ansonsten helfe ich gerne.
Zumindest, wie gesagt, was in meiner Macht steht, ne? Wenn die zum Beispiel da... Das Problem ist nämlich bei den Monstern, die haben eine Stunde Cooldown, dass die wiederkommen. Und manchmal ist es so, dass man da zu lange wartet und dann kommt irgendein Idiot vorbei, obwohl du da stehst und auf dir wartest und der killt den einfach. Statt dass er fragt, ob er eine Gruppe kann, nein. Er hätte ja auch von mir aus dann tamen können oder weiß was ich was, aber dann kommt er vorbei und tötet ihn. Das hatten wir nämlich schon mal. Deswegen erzähle ich das gerade. Es gibt Leute, die sind zu egoistisch in diesem Spiel, beziehungsweise viel zu frech. Und da komme ich auf die Parts davor nochmal zu sprechen. Manche Leute sollten echt ein Verbot kriegen, das hier zu spielen. Ist echt so. Aber ist nur meine Meinung. Vielleicht gibt es auch andere Meinungen, ich weiß es nicht. Aber die Kentas gehen hier sauber von Hand, muss ich sagen. Sehr gut gehen die sogar. Zumindest noch, bis es dann wieder eine Sorte gibt, wo wir mehr brauchen. Und da brauche ich dann wieder 8 Stück oder so, weil die ja kaum vorkommen. Da müssen wir auch gucken. Ja, wo sind denn noch welche? Da vorne sind noch welche. Komm mal mit, Kleiner. Ich töte dich woanders. Na los. Zack. Down. Also noch ein normaler Aris Berserker. Was brauchen wir denn da jetzt von noch hier? Ach da. Ein Grimmiger und 4... Aris. Okay. Aber brauchen wir nur noch die Aris. Die sind hier Gott sei Dank auch gerade alle in der Nähe, so wie es aussieht. Da haben wir noch einen Aris. Glück für mich. So, einen brauchen wir noch, einen Aris. Da ist er doch. So, und schon haben wir die Quest auch fertig. Das ging ja eigentlich recht schnell. Ist also demnach wunderbar. Ja, habe ich auch schon in den Parts davor gesagt. War mir sofort klar, dass da echt nur, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ein Idiot sein muss, der den verkaufen würde oder jemand, der das Geld wirklich dringend braucht. Aber selbst wenn ich das Geld wirklich dringend brauchen würde, ich glaube nicht, dass ich den verkaufen würde für diesen Preis. Ist ja lächerlich. Hab am Wochenende 2 Todesritter fresh gesehen für Sofortkauf. 4,2. Echt? Kein großer Unterschied. Okay. Na dann frag den doch. Ah. Na dann. Ja, warum nicht, ne? So, was haben wir denn hier? 13 Minuten, dann sage ich mal... dass das diesmal eine kürzere Folge wird und in der nächsten Folge wird dann die Sirene getamed und wird die Quest gemacht und die Questabgabe und dann geht es danach in die Taming Parts. Na gut, dann höre ich auf dieser Brücke auf und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.